Das Rennen um Olympia, es biegt auf die Zielgerade ein. Während Berlin 4 Wochen vor der Entscheidung auf Symbolik setzt, baut Hamburg auf sein großes Fußballidol. Uwe Seeler soll die Begeisterung für die Bewerbung um die Sommerspiele 2024 oder 2028 wecken. Denn es wird ernst. 1500 Bürger werden in Telefonumfragen in beiden Städten befragt. Das Ergebnis könnte vorentscheidend sein. Am 16. März gibt dann der Deutsche Olympische Sportbund seine Empfehlung bekannt. Die Entscheidung wird 5 Tage darauf verkündet. Der eigentliche Wettlauf, der beginnt dann erst am 22. März, wenn die Bewerberstadt bestimmt ist. Dann geht es nämlich um den internationalen Wettbewerb und da erwarten uns wirklich hochkarätige Mitbewerber wie Paris oder Boston oder Budapest oder andere Städte, andere Metropolen der Welt. Und da gilt es dann, Ausdauer, Kreativität und Biss zu entwickeln. Nach Bekanntgabe des deutschen Kandidaten kommt es wahrscheinlich im September zur Bürgerbefragung, die die Kandidatur bei negativem Ergebnis kippen könnte. Bewerber müssen noch im gleichen Monat beim Internationalen Olympischen Komitee eine Absichtserklärung hinterlegen. Im Sommer 2017 entscheidet das IOC, welche Stadt den Zuschlag erhält.